Zunächst mal glaube ich, es ist sehr wichtig, unserer Bevölkerung zu sagen, dass wir zusammenrücken müssen, dass es 2, 3 harte Winter geben wird, aber dass es auch darum geht, der Ukraine zu helfen und bewusst auf russisches Gas, auf russische fossile Energie zu verzichten. Das müssen wir deutlicher machen und hier ist auch politische Führung verlangt. Auf der anderen Seite geht es um soziale Absicherung. Niemand soll im Kalten stecken bleiben. Es geht, glaube ich, sehr entscheidend darum in den nächsten Wochen, da sind wir als Union bereit zu unterstützen, dass zuallererst die Wirtschaft funktionieren muss und nicht zuallererst die Privathaushalte geheizt werden. Da kann man, ich will das zuspitzen, durchaus auch sich etwas wärmer anziehen. Wichtig ist, dass die Wirtschaft am Laufen bleibt, damit Steuereinnahmen fließen und die Bevölkerung in Lohn und Brot bleibt. Ich glaube, das ist die entscheidende Botschaft. Versteht. Okay, meine Freunde, gerne darfst du das Ganze nochmal anschauen, nochmal anhören und dir das Ganze auf der Zunge zergehen lassen. Es ist wirklich ganz, ganz extrem und krass, meiner Meinung nach. Sind wir denn hier auf diesem Planeten hergekommen, um die Wirtschaft immer am Laufen zu halten, um andere glücklich zu machen, um für uns nur in Lohn und Brot gehalten zu werden? Nur damit wir weiterhin Steuern zahlen können, dementsprechend die Wirtschaft am Laufen halten können und selber aber vielleicht gerade mal einmal im Jahr für 10 Tage dann mal einen Urlaub haben können. Es ist doch wirklich ganz, ganz gravierend, was hier auch wieder für Aussagen getätigt worden sind. Und es ist wirklich erschreckend, denn natürlich im Winter ist es kalt, das wissen wir. Aber wir sind natürlich so das Ganze gewohnt, dass wir dann ein bisschen den Heizungsregler natürlich nach oben schrauben. Ist natürlich sehr uncool, wenn man nicht diese Möglichkeit hat, beziehungsweise sogar temporär vielleicht limitiert ist, nur von 14 bis 18 Uhr zu heizen, weil dann die Energie für diesen Bezirk dann nicht mehr da ist, weil wir nämlich den Energieversorger von Deutschland sanktioniert haben. Man könnte auch sagen, man schießt sich ins eigene Bein mit diesen Sanktionen natürlich, auf lange Sicht sowieso, und fördert sogar andere Wirtschaftsmodelle von anderen Ländern, aber selber kommt man nicht klar und muss die Bevölkerung motivieren, solidarisch zu sein, weil egal was ist, Hauptsache natürlich in dem Fall für die Ukraine müssen wir solidarisch sein und natürlich mehr als nur Waffen liefern und im besten Fall natürlich die Energiereserven, die wir haben, auch noch in das Land hineinpumpen. Das ist natürlich nur meine Meinung und da darf man gerne mal auch natürlich hinterfragen, ob das auch für einen so stimmig ist oder eben auch nicht. Experten sagen, ja, das Frieren im Winter kann sogar gesundheitsfördernd sein. Das darfst du auch natürlich selber gerne mal beurteilen, was du davon denn hältst. Denn wenn du mal einmal gefroren hast, ist das vielleicht schön und gut. Aber wenn das über einen längeren Zeitraum passiert, dann hilft auch das Zittern nicht mehr, damit du deine Körperkerntemperatur hältst, die bei den meisten Menschen sowieso sehr gering geworden ist im Vergleich zu früher. Wir sind alles kalte Menschen geworden, quasi nicht nur vom Mentalen her, sondern auch wirklich von der Körperkerntemperatur von standardgemäß früher 37 Grad auf jetzt standardgemäß 36, irgendwas oder auch sogar unter 36 Grad. Also wirklich ganz, ganz krass. Kann natürlich auch möglich sein, dass das alles nur ein Spiel ist, dass wir natürlich auch die Begründung haben, irgendwann im Winter natürlich, wenn aufgrund der Kälte, weil wir nicht mehr heizen können in Deutschland, das Immunsystem nicht gefördert wird, sondern eher schwächer wird, dass dementsprechend natürlich auch andere Krankheiten mehr Plattform geboten wird, um dementsprechend mehr Präsenz wieder zu zeigen, beziehungsweise auch hier die Fallzahlen wieder nach oben zu haben. Das heißt, wir haben eine eventuelle Begründung, dass wir die Fallzahlen nach oben haben, indem wir natürlich dann uns selber auch wieder geschwächt haben, indem wir uns selber die Energie, die Wärme, die ja der Körper braucht, der Mensch, genommen haben. Und die Energie, die wir jetzt dann eventuell beziehen, ist vielleicht nicht mehr von Russland direkt, aber von Ländern, die von Russland gekauft haben. Dementsprechend ist der Ursprung von der Energie ja doch wieder Russland. Also wir sanktionieren nicht wirklich Russland, wir fördern sogar noch die Wirtschaftsfähigkeit von Russland mit unseren Sanktionen. Und wir selbst aber als Deutschland, wir schwächen unsere Wirtschaft, vor allen Dingen auch der eigenen Bevölkerung. Und das ist wirklich sehr, sehr uncool. Die meisten Menschen haben sowieso keine Geldreserven, können sich keinen Urlaub leisten und geschweige denn Kack auf Urlaub. Aber was ist, wenn hier so eine Nebenkostenrechnung kommt von einer Nachzahlung von 2.000, 3.000, 4.000 Euro Nachzahlung? Das ist der Genickbruch für viele private Haushalte und dafür aber gehst du jetzt aktuell immer noch arbeiten für Lohn und Brot und damit du Steuern bezahlen kannst. Und das ist natürlich wirklich meiner Meinung nach überhaupt nicht lebenswert und sollte auch nicht dein Anspruch sein, so ein Leben zu führen, sondern es sollte dein Anspruch sein, mehr Lebensqualität auch
zu haben. Und viele deutsche Standorte, viele größere Firmen auch, ziehen jetzt um. Sie gehen raus aus Deutschland, weil die Energie- und Produktionskosten natürlich auch in Deutschland immer mehr steigen. Und dementsprechend ziehen sie ihre Geschäfte ab ins Ausland, zum Beispiel in die Türkei, weil die Türkei natürlich hier volle Energielieferung von Russland auch bezieht, die Lebenshaltungskosten nicht so hoch sind, beziehungsweise die Energiekosten und aber auch natürlich die Gehaltskosten der Menschen, die hier arbeiten. Und dementsprechend ist Deutschlands als Produktionsland beziehungsweise als Wohlstandsland mehr gefährdet denn je, meiner Meinung nach. Und dementsprechend sollte man auch hier natürlich mal überlegen, welche Alternativen du dir selber bietest, beziehungsweise deiner Familie auch bietest und ob du auch wirklich eine Veränderung haben möchtest oder ob du einfach mit dem Strom mitschwimmst. Darüber sollte man sich Gedanken machen. Gerade heutzutage hat man viele Möglichkeiten, einfach andere Möglichkeiten an sein Geld zu kommen und nicht nur unbedingt auf den Staat angewiesen zu sein, einen 24/7-Job quasi zu haben, um dann seine Steuern zu zahlen, damit die Wirtschaft weiter am Laufen hält, aber du selber keine Lebensqualität hast. Dementsprechend, das darfst du dir gerne mal überlegen und ich freue mich natürlich. Lass auch gerne einen Kommentar da, teile das Video gerne, wenn dir das gefallen hat und ich freue mich von dir zu hören. Dein Coach Markus.